Moin Leute, herzlich willkommen. Wir machen mal eine Reaction, so. Bevor es jetzt wirklich losgeht, es ist nichts für schwache Nerven. Es wird sehr gruselig. Ihr guckt dieses Video gerade um 21:10 Uhr, Es ist schon sehr dunkel, Und es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Wenn wer sowas nicht sehen kann, am besten jetzt abschalten. Es ist wirklich nicht. Ja, es wird sehr gruselig, kann ich euch schon mal sagen. Ich habe mal einmal angeschaut, hatte sogar selber Angst. Los geht's. So, Monate. Hier sind nur die Menschen, weil ich. Deswegen sehe ich auch hier mit der Kamera so hell aus. Junge. Okay. Ja. Eine Zuschauerin von mir hat mein Video zugeschickt von einer Mutter, die anscheinend besessen von irgendetwas Bösem sein soll. Jede Nacht um 3 Uhr nachts passieren gruselige Sachen und keiner kann das alles erklären. Aber zum Glück habt ihr eingeschaltet, denn so bald mag ich dir heute wieder das Unerklärliche erklären. Das sieht echt dumm aus, Da habe ich so einen Queen hingemacht, Also kein Queen, hat irgendwas da hingemacht und dann hat das so animiert, glaube ich, Weiß ich, wenn wir sowas machen, dann würde ich auch machen, Was soll das? Ich bringe heute eine neue gruselige 3 Uhr nachts creepy Folge, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr darüber wollt, wenn ihr das Video noch gruseliger macht. Also guck, er sagt schon. Ach komm, dann lasst einen Daumen nach unten, schaffen wir 6666 Likes wie immer. Achso, und am 2. Dezember kommt mein neuer Merchandise raus, ihr wisst Bescheid, 2. Dezember merkt euch vor, beste Merch der Welt. Okay, es geht los! Jo. Okay. Wir haben also. Also jetzt geht's los. Also wir. Aber war nicht dein Unnatz hier da, warte. Okay. Also hier. Das. Da will mir niemand sagen, dass das normal ist, Sieht so aus, als wäre so ein Auge. Ich glaube. Wenn wir einfach was holen, Mir wird jetzt schon kalt, Hab jetzt schon irgendwie Angst. So, ich bin jetzt wieder da und wir können weitermachen, aber es sieht wirklich nicht normal aus. Diese Frau allein, Echt gruselig, Nicht drehen das, Alter. Das ist halt. Ach, und vor allem guckt das Video gerade um 21:13 Uhr, Das fehlt noch. 14 Minuten und dann, wer drehen macht's, Alter. Oh, warte, was? Der Typ sagt, noch 14 Minuten, Dabei sind es eigentlich 24 Minuten, das 23 Uhr nachts halten. Ja, 14 Minuten und dann wird reden, macht's aber. Oh, warte, was? Der Typ, der ist auch nur geschillt, Junge. Hier sitzen? Ich hab keine Angst, Mann. Ich hab nie Angst. Jetzt bin ich gespannt. Kauf. Das haben wir gerade gesehen, Bruder. Für extra viele Windeln für mich. Bestellte sich halt wirklich ernsthaft Windeln? Du bist ein erwachsener Mann.
bin noch nicht mal erwachsen und dann kaufst du dich um Windeln. Der ist auch nicht mal erwachsen. Baby, ich bin ein erwachsener Mann, auch nicht am Windeln. Okay, es geht los. Emma, okay, was geht, Emma? Ja. Sie sieht nachts jemand draußen, der sie beobachtet. Okay. Staunt jetzt hier, ich brauche doch keine Binde. Ich will jetzt sagen, du willst doch keine Binde. Ich wette, er wird sich gleich nochmal Binde kaufen. Schau, Carlos. Oh mein Gott. Das ist so eine Frau. So. Ja. Oh, lauf, Emma, jetzt weg! Geh doch aus dem Haus, verbinden Sie doch nicht, oh Gott! Es ist vorbei. Jetzt bin ich ja nicht mehr schlafen. Ich muss gerade noch nicht mehr da. Und wie soll ich? Ich frag mich, ich muss schon mal. Irgendwann werden Sie langsam zu viel Angst bekommen, dann werde ich dieses abbrechen, ne? Etwas dunkler machen. Ich muss extra mein Bett bleiben, geht das erst. Ich habe eben fast abgebrochen, weil ich warte. Warte. Wo dieses eine eben gelaufen kam. Na, erst. Der ist abgebrochen. Tut mir halt auch manche Videos auch so, weil weiß aus dir. Ich muss mal schauen. Tut mir halt so. Dieser Typ ist einfach dumm. Zeit, aber ich sag, das ist schlimm, glaube ich. Tut mir leid. Muss ich dann ein bisschen. Die weiße Dings ein bisschen niedriger einstellen. Oh nein, Emma, wieso? Lauf doch weg, find die Alte doch nicht. Okay, sie klopfen jetzt bei der Tür, sie sind bei Emma zu Hause angekommen. Emma, moin Meister, mag ich uns eine Woche von News hier? Wir werden dir helfen. Alter. Das will mir niemand sagen, was das normal aussieht. Das sieht dieser Hals auch, ne? Da siehst du noch da gebogen aus, Junge. Das ist einfach, wenn du mal ihre Person und ihr Gesicht, dann ist die nach rechts. Der Hals geht von meiner Sicht nach rechts, wenn ich in ihrer Position wäre. Nach rechts gebogen, ne? Und das, diese Kopf, ne? Ich schwöre, das ist nicht normal. Das sieht aus eher wie ein Mann, ne? Könnte auch sein, dass dieses Video auch gefaked ist, ne? Weil es aber nicht glaube. Ja, guck mal, das sieht doch nicht normal, das sieht aus wie ein Mann, ne? Bin aber kein Profi, aber. Die sieht ganz schön mal aus, Alter. Hat sie 24/7 in Fortnite gezockt, oder was? Fortnite, glaube ich. So aus. Hat einen. Was sollte mit meinem Sprache los, Alter? Den kompletten Tag so mit Sprache, Alter. Knoten und so. Aber so sieht doch keine Frau aus, Alter. Ja, wollte ich auch sagen. Das ist eine Frau. Sieht das fast aus wie innen drin ein bisschen Chaos ist und dann 24 in Fortnite gezockt, Alter. Sieht fast aus, ne? Aber sieht wirklich so aus, Alter. Ja. Ist doch ganz normal, Alter. WTF. Das ist schon. Ich glaube, ich trage mal gleich. Ich muss. Ich habe noch Fragen. Warum haben die keine Angst? Aber der hat richtig Angst, ne?
Bisschen merkwürdig. Digga, das ist dumm. Ich hab doch gesagt, hat die Kopf. Oh nein, nein, Moni. Ich schwör, es nimmt dieses Video schon seit 10 Minuten auf. Und wir sind gerade mal bei 5 Minuten. Deine Tochter, bleib sitzen. Es geht noch ungefähr 10 Minuten. Hallo, bitte, Frau. Nee, da kommen. Nee. Warte mal, aufhören, nein, wir wollen nicht sehen. Oh. Hallo, pack das Kind weg. Pack das Kind. Wenn diese Puppe oder sonst irgendwas da. Ich hab eine Frage, woher weiß er, dass sie jetzt eine Puppe ist? Ich weiß nicht, ob man vorhin gesehen hat. Ja, das war eine Puppe. Aber ob die Puppe sich bewegt, weiß ich nicht, Alter. Das. Wo hast du denn vorhin eine Puppe gesehen, Junge? Das frage ich mich echt. Vielleicht ist sie auch doch. Ich kann beweisen. Aber ja, die machen, glaube ich, so das fake. Das kann reinpassen, okay. So ist nicht echt. Die Videos. So hätte er ein Video. Hab ich mal irgendwo gehört, mal. Keine Ahnung wo, aber jedenfalls hab ich mal irgendwo gehört. Jetzt. Hallo, pack! Natürlich ist es eine Puppe. Aber apropos. Das ist halt wirklich eine Puppe, ne? Puppe. Er hat eine Decke drüber. Wenn ihn jetzt die Frau, sag ich mal, mag die Puppe. Ne? Ich glaube, die verrückt ab Puppen. Warum? Ich schwöre, wenn du die nicht übernehmen kannst. Das ist so eine Deko-Puppe, ist es, glaube ich. Aber warum macht die Deko-Puppe da hin? Da wäre ich nicht so sicher. Da sieht man ja die gar nicht. Wisst ihr, glaube ich, was ich meine? Ich glaube nicht, ne? Schade. Aber. Ja, was ist schade, Junge? Wirklich komisch, ne? Ich schwöre. Vielleicht denkt ihr da, was ich gerade denke. Wenn du gerade mal 6 Minuten habe, ich schon 10, 11, fast 12 Minuten. Oder was anderes. Wir fahren ja. Ja, alles ist verrückt auf! Ich denke, die Puppe ist ihr Baby. Also, die Puppe glaubt nicht, dass ihr Baby ist, man glaubt nicht. Ich glaube, die Frau ist zu spart, schätze ich. Ich glaube, die ist auch ein Psychopath, ne? Okay, dann soll ich wieder hinsetzen. Ich kann mal kurz schauen, was. So. Komm, wir lassen mal fertig. Jungs, zieh durch. Jungs, lass mal die, lass mal McDonalds Eistüte holen. Ich bin dabei. Auf meinen Nacken kommt. Hey, Mann. Ja. Hat man eigentlich an der Prüfung gerade gesehen, dass der vielleicht ein Loch an der Stirn war? Wo so angetrunken? Ich komm jetzt. Ja. Okay, dann reden wir jetzt erstmal mit Chester. Ich sage, wir müssen rausfinden, was hier los ist. Und wir müssen Kameras aufbauen, okay. So. Okay, mach. Die wollen Kameras. Mach sie jetzt bei ihrem Zimmer wieder. Wird das noch Fuß? Mach die wollen Kameras auf. Warte. Die wollen Kameras auf. Ah, jetzt, Jungs! Hilfe. Nein, aber Spaß, ich brauche keine Hilfe. Die hat gerade mit einer Schirrung ihre Puppe. Und warte. Aber das ist ja nicht egal. Das ist aber nicht die Emma. Ne? Das heißt, ich glaube, die will. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Umbringen. Da habe ich. So heißt wie das geht. Ja? Die schießt ihre Puppe mit dem Messer. Was für ein Messer, Junge, Schere ist das? Bin ich im falschen Film gelandet oder habe ich aussehen bei YouTube falsch angeklagt? Klar, ich hab schon, ja, ne? Oder? Aber echt gut gemacht, finde ich, was die gemacht haben. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, sowas nicht so, was die machen. Da habe ich auch vorhin gesagt, das ist nämlich fett. Okay, weil die wirklich richtig echt ist, also echt gemacht ist, ne? Wenn die aber so getan, so gespielt ist, ne? Dann finde ich das noch in Ordnung. Aber wenn die in Wirklichkeit so echt wäre, ne? Ich schwöre, dann weiß ich nicht, was mit der Menschheit los ist. Ich schwöre es. Ey, so fake. Ja. Du hast echt gut gemacht, finde ich. Wieso juckt es die nicht? Okay. Ich sag nichts mehr. Mach dein Ding. Mach dein Ding mit der Schere.
Ja. Ich würde an eurer Stelle lieber rausgehen und in den Keller gehen, ne? Und gucken, ob du irgendwie da rauskommst, ne? Wie die sich schon benimmt, die Frau, ne? Ich glaube, da hätte ich von den anderen Futter nicht mal reingehen von da raus, ne? Okay, nein, ich bin Jungs, es ist nicht. Ich glaube, ich kaufe mir auch mal Windeln. Warte. Kann ich Windeln kaufen? Hier sind einige Ergebnisse aus einer Suche. Sollten wir Windeln bestellen? Ich habe Folgendes gefunden. Okay. Ich habe jetzt welche bestellt, die kommen gleich. Ja. Auf einmal an die Boden Eistüte auf meinen Nacken. Wenn ihr da nicht die anderen Leute gibt, allein ist mich gar nicht. Ich mach da nicht mehr mit, Frau. Ich mach da nicht mehr mit. Wie kann man so viel Eier haben wie die zwei Typen? Das ist eine Frau, die mit einer Schere in der Puppe ins Auge steht und ich sag, okay, wir kommen Kameras auf. Wir müssen wissen, was hier passiert, Jungs. Respekt an euch. Ich bestell mir erstmal noch mehr Windeln. Okay, wir gehen schlafen. Kameras auf. Da viel Spaß, um die Windel anzuziehen. Ist halt die Frage, welche Größe da muss. Jungs, geht schlafen. Wir gucken. Boah, die Frau kommt dann auch noch durch diesen Tür und legt dich auch noch da rein, ne? Stellt euch das mal vor. Passiert, oder wird alles beim Alten sein, ja. Und das ist alles nur Missverständnis. Wir gucken, so, wir haben unten, wir haben oben, wir haben überall Kameras aufgebaut. Sehr gut, Jungs. Und das ist okay. Bruder. Wenn die Kreis so sitzt, dann heißt es nicht Gutes. Und das ist doch nicht einfach. Natürlich. Oh, Jungs, die sind da besser. Ich schätze, hallo, ich mach Bänder an. Alarm. Oh Gott. Alter, Junge, wie hat sie sich gerade bewegt? Das ist doch nicht mehr normal. Ich sag, irgendjemand beobachtet uns. Irgendwer starrt uns immer an. Wo bist du? Wohin gehst du? Mama, wohin gehst du? Bitte geh nicht. Bitte bleib. In sich mit dem Publikum. Oh nein, Jungs, mach doch bitte. Nicht gut. Ich bin nicht dabei. Achso, ich hatte gedacht, ja. Ich würde mich auf die Schicht, ne? Guck mal, das stimmt ja einfach mal ab. Kurz. Okay, irgendwas stimmt. Irgendwas. Oh mein Gott, ich hab jetzt schon so Angst, ne? Stimmt mit dem. Mhm. 100 Pro, Alter. Ich werde für immer Platz. Ich glaube, sie ist ein Psychopath, Junge. Ich glaube, in ihr ganzes Leben. Und ich frag mich, wo hat sie denn früher ihr Leben gelebt? War die früher obdachlos und war immer alleine? Bis sie jetzt. Aber warum? Oder ist sie eine Verbrecherin? Oder ein Verbrecher? Man weiß es nicht. Die stehen an der Wand, Jungs! Die sind an der Wand! Heilige! Ich habe voll Todesangst bekommen gerade. Ich glaube, ich muss mal noch mehr Windeln bestellen. Okay, ich habe mal mich. Gib doch, mach doch jetzt auf! Nicht gut. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Sehr gut, gut, Jungs, jetzt habt ihr es geschafft, ihr seid immer. Jetzt seid ihr dran. Jetzt. Ich glaube, ich muss gleich abbrechen, ne? Ich schwöre es. Jetzt seid ihr dran, jetzt ist vorbei. Die Serie ist die letzte Folge. Mhm. Läuft jetzt raus, Bruder, Alter. Oh, das ist so gruselig. Der Typ wird jetzt wach. Er wacht auf! Ja! Chester! Ehrenmann, steh auf, geht's! Lauf weg, jetzt hast du mal, jetzt haben wir 3:18 Uhr, hey. 3:20 Uhr. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Das ist immer Highlight. Wo das Klo geht und er hört die Schreie aus dem Keller. Schreien, oder wie der immer heißt. Gib es da weg, Alter. Verpiss dich, Alter. Besser. Ich glaube, du solltest lieber nochmal deinen Kollegen wecken. Ne? Ich würde nicht mal alleine da hingehen, ne? Aufstehen.
Kollege, Alter. Die komische Frau da drum. Das will ich nicht schreiben. Ich glaube, der geht in den Keller. Weißt du? Junge, hol deinen Kollegen. Junge, ich würde noch mal schnell zurückklappen und einen Kollegen wecken, ne? Und dann zusammen darunter gehen. Wer weiß denn da, ob da irgendein. Na, ist, ne? Junge, ich würde einfach gerade nach welchen holen und die Polizei rufen, dass du jemanden da unten hörst, ne? Weil ich finde das nicht mal normal. Er geht doch auch noch wirklich, wenn sie noch die letzte Stufe schon unten gibt, lustig an der. Ich wette, da wird noch mehr Gewinn kaufen, ich schwöre es. Letzte Stufe, Alter. Wenn du das machst, dann ja. Wenn ich dich nicht war. Dann fress ich dann meinen Besen morgen. Okay. Zum Frühstück. Ja, mach ich auch. Runter. Warte, du musst noch ein wenig Kraut kaufen. Okay, ich fasse den Boden ein. Nein, ich fasse den Boden ein. Warum schreie aus dem Keller liegen? Geh doch nicht runter. Ja. Oh, ich werde die Tür nicht gut. Nichts gut. Nichts gut. Nichts gut. Was glaubt ihr jetzt? Oh mein Gott. Ist das Emma? Emma! Die guckt so auch auf einmal so böse, ne? Yo, was? Yo, Alter, das ist Emma! Emma wurde unten eingesperrt und ist gestalt! Nein, der ist unten, der sagt, warte, zu mir, ne? Alles gut? Oh, jetzt ist vorbei, er ist eingesperrt. Jetzt hab ich auch Angst. Er ist vorbei, ist die letzte Folge. Er ist eingesperrt. Der andere läuft auf. Park, ja. Ehrenbruch. Ja, komm. Ey, war Kameramann, ich muss nicht mehr aufstehen und runterlaufen. Ich weiß, was ich weiß, was Abi. Ohne jemanden, die Mauer erhält. Ja. Nein, ich fasse auf diesen Tor auf. Hör. Oh, Digga, geht doch irgendwie raus hier. Holt Emma und gib mir Emmas Instagram, ja. Wie dieser Weiße. Was? Wer hat das gesagt? Ja, du. Emma läuft. Emma läuft. Das findest du, geht raus, Jungs. Bitte geht raus. Emma läuft. Die alle will oben reinkommen, aber die haben die Tür abgesperrt. Oh! Oh! Junge, zieh ihn raus! Ja. Schon holen ihn raus da! Ja, mach schon mal den schneller. Der war nicht froh. Wieso war ich nicht geschafft? Dachte ich mir ein bisschen. War Emma da? Hm? Hallo? Wer war diese Frau? Wir haben echt Emma nach Hause gefahren und haben versucht, sie zu fragen, was die komische Frau wollte. Ja, wir hören. Sie sagt, sie weiß es nicht. Und sie hat die komische Frau hat gesagt, sie will nicht nochmal jemanden verlieren. Hm? Also. Ich glaube, da kann nichts Gutes heißen. Ey, was sag ich das? Oder ich sag das jetzt. Wenn dies Gestalt nicht einmal nochmal verliert, warum tut sie dann einsperren? Oder macht überhaupt keinen Sinn? Ey, oh nein, das heißt, die komische Frau läuft immer noch draußen rum. Oh nein, das heißt, ich kann jederzeit hier reinkommen. Oh nein, ich würde gerade wieder nicht schlafen können. Ey, Emma, oh nein. Mensch, German, Alter, die echte Emma ist irgendwie gefangen. Könnte das raus mit dem überhaupt rein? Das war's mit dem Video. Ciao, Kakao. Es ist euer Gaming-Kanal. Ciao.